Moin, moin und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Hardcore Colonization. Und heute wollen wir uns in den Orbit vorkämpfen und dafür holen wir uns natürlich als allererstes mal auf jeden Fall den Vertrag, dass wir in den Kerbin Orbit vordringen sollen. Und dann gucken wir mal, wir sollen das Swivel Engine auf der an der Launch Site testen. Und ich würde sagen, warum nicht? Das können wir natürlich mal machen. Dass wir gleich in der ersten Stufe mit einem Swivel starten. Dann wird halt mal nicht mit einem Trockenbooster gearbeitet, sondern direkt mit einem echten Triebwerk. Gibt ja immerhin ein bisschen Bonus oben drauf. Und ich würde sagen, bevor wir damit loslegen, holen wir uns auf jeden Fall mal das Launchpad-Upgrade für 75.000. Dann können wir nämlich eine etwas größere und eine etwas schwere Rakete bauen. Und das Geld haben wir ja locker. Das macht es auf jeden Fall ein bisschen leichter, in den Orbit hochzukommen. Denn wir müssen ein paar Sachen beachten. Vor allen Dingen müssen wir beachten, dass uns der Strom unterwegs nicht ausgeht. Das wird relativ spannend. Und ich glaube, wir können mal das hier ein bisschen deeskalieren auf einen Pod. Den will ich nämlich haben für wo auch immer wir so landen werden. Und die Dinger hier lassen wir auf jeden Fall schon mal dran. Können wir eins hier rüber machen und eins hier rüber. Die können wir dann nochmal in der Higher Atmosphere zünden. Und prinzipiell ist bis hier schon mal alles okay. Das können wir eigentlich so lassen. Ich überlege jetzt nur gerade, ob wir nicht hier noch was dazwischen bauen. Und ich guck mal, ob wir das schon haben. Mal kurz überlegen, wo das mit drin war. Genau. Den Universal Storage Quad-Core, dass wir das mal schon ein bisschen üben. Der Universal Storage Quad-Core gibt uns jetzt die Möglichkeit, vier Parts hier anzubauen. Und das Problem, was ich jetzt ein bisschen habe, ist, ihr seht das hier auch, ich habe noch kein so ein elektrisches Stromzeichen. Und ich verbrauche natürlich schon Strom und werde jetzt ein bisschen länger fliegen. Und damit wir nicht das Risiko haben, dass nachher irgendwie die Steuerung ausfällt oder sowas, nehmen wir uns mal ein bisschen was mit, um uns hier zu unterstützen. Und zwar ist das die Alkaline Fuel Cell, nennt sich das ganze Ding. Das Ding hat ein bisschen Hydrogen und ein bisschen Oxygen, also ein bisschen Wasserstoff und ein bisschen Sauerstoff. Und damit können wir Strom erzeugen. Ist jetzt nicht gigantisch, hält nicht 300 Jahre, wenn man nur eins mitnimmt, aber es ist mal besser als nix. Und wir können natürlich hier auch nochmal ein Science Bay reinbauen. Einfach nur, um die leeren Ecken zu füllen. Dann sieht es ein bisschen hübscher aus. Das hätte man vielleicht mal mit Alt gedrückt machen sollen. So, Alt gedrückt halten, dann kriegt man auch das Teil geklont. Ich könnte jetzt noch alles mögliche andere mitnehmen, Essen und so weiter. Aber das hat alles nur Gewicht und wir brauchen es erstmal nicht. Deshalb nehme ich es gar nicht weiter mit. Und wir haben jetzt schlicht und ergreifend halt die Möglichkeit, hier ein bisschen für Strom zu sorgen. Ich könnte jetzt natürlich auch gucken, dass ich die Science-Sachen nach unten baue. Könnte für das Mystery-Gut tatsächlich eine Option sein, ne? Dann ist das nicht ganz so unwuchtig. Kommt, wir nehmen das nochmal raus. Zack, ein Science-Bay nehmen wir weg. So, und packen da so einen Mystery-Goo-Container rein. Also kann man ganz nett natürlich auch nutzen, um das alles ein bisschen aerodynamischer zu machen. Ich hoffe, das fliegt dann auch ein bisschen schöner. So, und jetzt müssen wir was konzipieren. Also, das hier oben nehmen wir einfach als die Stufe, die natürlich in den Orbit fliegen soll. Zack. So, das ist prinzipiell schon mal nicht schlecht und hat 2000 und ein bisschen Delta V. Natürlich nur 513 Atmosphäre, aber wir wollen das Ding ja nicht in der Atmosphäre zünden, sondern ein bisschen weiter oben. Hat in der Gewichtskonfiguration auch eine gute Thrust-Weight-Ratio. Ich hoffe, wir sind auch auf Kerbin eingestellt. Ja, wir sind auf Kerbin eingestellt. Das ist gut zu wissen. So, und dann kommt natürlich schon der nächste Part, nämlich unsere Hauptstufe, mit der wir das Ganze nach oben tragen wollen. Und ich glaube mal, drei müssten eigentlich reichen für unser Vorhaben. Mit einem Swivel dran. Jawohl, 1,73er Thrust-Weight-Ratio sieht schon mal ganz gut aus. Eigentlich reicht es jetzt auch schon, aber wir werden jetzt natürlich es uns nicht nehmen lassen, dass wir noch ein bisschen Booster mit benutzen, weil Booster gehen immer und sind wichtig. Wir nehmen aber diesmal noch nicht die ganz großen. Ach, habe ich die seitlichen? Doch, ich habe doch die seitlichen Decoupler schon, genau. So, wir nehmen uns von den Boostern einfach mal für den Anfang noch ein paar mit. Und zwar vier Stück. Und wir nehmen nicht die ganz großen, sondern wir nehmen die etwas großen. Dann können wir nämlich am Anfang unser Triebwerk erstmal, also wir zünden den Swivel mit, weil das ist ja unser Auftrag, aber wir können ihn dann erstmal runterfahren
und ein bisschen schonen, bis wir weiter oben sind, weil er dann auch einfach effizienter wird und fliegen am Anfang erstmal auf den Boostern. Jetzt haben wir wahrscheinlich das Partlimit gesprengt. Natürlich haben wir das Partlimit gesprengt. Das ist ein bisschen traurig so ohne. Es haut genau nicht hin. Es sind genau diese vier Flügelchen, die da zu viel sind, aber das ist dann halt so. Müssen wir halt mal ohne Flügel starten. Ich weiß, das ist ein gewisses Risiko, aber lässt sich halt nicht vermeiden. So, und jetzt gucken wir mal, wenn wir die jetzt mal vom Thrust Limiter ein bisschen runterziehen, hier irgendwo hin, dann können wir hier den Antrieb mit dazu, dann verfälscht es das ein bisschen, aber wir haben jetzt 4800 Tetavi, das reicht eigentlich locker und dreifach, um in Orbit zu kommen. Und das wird hoffentlich unsere erste Orbital Rocket. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe. Und natürlich wird das erstmal wieder der Winter übernehmen, damit wir da mal den ersten Piloten haben, der auch ein bisschen was kann. Und das, würde ich sagen, können wir so aufs Launchpad rausstellen, ohne große Probleme. Und einfach mal hoffen, dass es funktioniert. Jetzt kann ich euch mal noch die Flagge zeigen. Hier kann man die ein bisschen sehen. Schwupp. Das ist unsere offizielle Missionsflagge, die Hardcore Kerbal Colonization Flagge. Kann man da auch nochmal in groß bewundern. Und mit oder unter der fliegen wir jetzt hoffentlich das erste Mal in Orbit. Und ich überlege gerade nochmal, habe ich irgendwas vergessen? Also klar, Lebenserhaltung, aber wir haben 15 Tage Puffer. Das ist bei USI ein bisschen entspannter. Und ich hoffe mal, zusammen mit der Fuel Cell kommen wir damit eigentlich ganz gut zurande. Mal gucken, wie es so ist. Und das Einzige, was ich jetzt halt mache, ich lege mir jetzt schon mal die Fuel Cell und die beiden Forschungssachen in ein gepinntes Fenster. Also das können wir dadurch machen, dass man jetzt schon mal mit Rechtsklick das Ding anklickt und hier einfach das Knöpfchen drückt. Dann bleiben die gepinnt und das Gleiche machen wir auch schon mal für das Thermometer und für den Pressure Data, für die Upper Atmosphere, dass wir das machen können. Und genauso können wir hier auch schon mal das Teil vorbereiten für den Crew Report, dass wir das alles in der Upper Atmosphere einsammeln, weil im Weltraum waren wir ja schon mal. Da sind die Forschungsdaten gar nicht mehr so interessant. Aber interessant ist es natürlich auf jeden Fall, das noch mitzunehmen, wo wir noch nicht waren. Und das ist nun mal die Upper Atmosphere. So, Mystery Goo habe ich halt hauptsächlich wegen der Landezone mit dabei. Ich hoffe, dass wir es mal schaffen. Also jetzt können wir es ja relativ gut steuern. Nicht irgendwo ins Wasser zu fallen. Dann könnte ich vielleicht noch was aus der Wüste oder sowas mitnehmen. So, SRS ist an. Antrieb ist auf Vollschub und den können wir dann gleich danach eigentlich schon mal ein bisschen. Ich kann ihn direkt schon mal runterregeln, dass wir gar nicht erst so viel Treibstoff verbrauchen. Und ich würde sagen, wir schießen das Ding jetzt mal in den Orbit. Mal gucken, wie es so fliegt. Also insgesamt natürlich erstmal, glaube ich, ein ziemlicher No-Brainer, das Ding zu fliegen. Nur aufpassen, dass ich nicht in irgendeine Richtung zu sehr kippe. Aber wir haben notfalls das Swivel ja, um ein bisschen steuern zu können. Sieht gut aus. Wir werden natürlich jetzt wieder sehr schnell, sehr schnell. Ah, das war kein guter Satz. Ignoriert mich einfach. Also wir bauen jetzt ganz schön fix Geschwindigkeit auf. Das wird natürlich wieder dafür sorgen, dass wir ein bisschen Luftwiderstand reinbekommen. Für den Anfang müsste das noch ganz gut sein, weil wir hier hinten auf jeden Fall vier Gondeln haben, die an unserem Hintern hängen und A schwer sind und also nicht so schwer wie das hier vorne, aber B vor allen Dingen viel Luftwiderstand erzeugen, was unseren Hintern hinten hält. Spannend wird es jetzt natürlich beim Decoupeln, ob das so sauber funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall müssen wir kurz bevor das hier losgeht, schauen, dass wir einmal auf Vollschub gehen, denn auf Vollschub habe ich auch volle Kontrolle und das hat auf jeden Fall einen guten Knall gegeben direkt hinter uns. Das war ein bisschen knapp. Oh, und da geht sie uns auch schon mal stiften. Die böse kleine Rakete. Ich lasse sie jetzt durchflippen und versuche sie wieder einzufangen. Das sieht nicht so schlecht aus. Komm hoch. Komm hoch. Nein. Oh, schon direkt den ersten groben Schnitzer gebaut. Ich drehe sie jetzt einmal in der Hoffnung, dass ich sie noch kriege. Zack, Vollschub und stabilisieren. Ja, könnte alles schlimmer sein. Könnte alles schlimmer sein. Wir haben noch 3400 Delta V.
Wir haben schon ein bisschen was geschafft. Ich hoffe mal, dass das noch reicht. Das könnte uns jetzt natürlich den Orbit gekostet haben, wenn es dumm gelaufen ist. Man sieht schon, also für alle von euch, die natürlich auch noch ein bisschen mehr aus der KSP-Veteranenriege sind, die kennen das Problem ja noch, war früher alles mal ein bisschen einfacher mit der Atmosphäre vom Widerstand her. Und das ist natürlich ein bisschen komplexer geworden, um es mal nett zu sagen. Oder schwieriger, schlicht und ergreifend. So, und wir gehen jetzt mal schön sanft in 45 Grad Winkel, damit wir nicht ganz so viel Fuel gegen die Gravitation brennen. Und ich kann, glaube ich, auch schon flacher gehen. Also wir haben schon eine Apoapsis von 50 aufgebaut, haben immer noch ein bisschen Fuel übrig. Also ich gehe jetzt mit Absicht mal so auf 25 Grad runter, damit wir auf jeden Fall nicht allzu viel gegen die Gravitation ankämpfen, sondern effizient fliegen. Und das sieht gar nicht schlecht aus, dass das funktioniert. Also wir sind aus der Atmosphäre schon mal raus und können jetzt direkt auf die nächste Stufe gehen und die relativ flach halten. Was ich jetzt mal mache, ich mache meine Crew Reports und ich nehme mir Temperaturdaten und ich nehme mir natürlich Atmosphärendaten und dann Temperaturdaten. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir aus dem Hobel hier noch einen Orbit rausgepresst bekommen. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Also wir müssen irgendwie so auf ungefähr 2200 und ein bisschen Meter pro Sekunde Orbitgeschwindigkeit kommen. Und wir haben noch 1600 Meter pro Sekunde Delta V. Also das sieht ganz gut aus, dass das reichen wird. Und jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen ab hier, dass uns nicht irgendwann der Strom ausgeht. Aber er verbraucht sich relativ langsam. Und was wir hier mal machen können, ist Licht an, damit man auch was sehen kann. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir in den Orbit kommen. Sieht aber alles in allem, glaube ich, ganz gut aus. Da können wir auch ein bisschen Schub rausnehmen, damit wir nicht zu weit nach oben gehen. Aber selbst das bringt uns noch vorwärts. Das heißt, ich lasse uns jetzt mal ein bisschen coasten. Also, das ist alles nochmal gerettet. Das sieht ganz gut aus. Was man jetzt hier machen kann mit der Fuel Cell, also wenn man guckt, hier oben ist Strom, man kann halt die Fuel Cell anschmeißen und dann lädt sie den Strom wieder auf und verbraucht dafür kleine Mengen Wasserstoff und Sauerstoff und erzeugt dabei kleine Mengen von Wasser. Und setzt dabei Energie frei. Brennstoffzelle halt, ne? Wie man es halt so kennt. So, jetzt schauen wir mal, wie viel wir schon geschafft haben. Das sieht gar nicht schlecht aus. Also ich denke mal, den Orbit werden wir ganz gut hinbekommen. Und dann müssen wir uns mal noch eine schöne Stelle zum Landen suchen, wo wir im Idealfall direkt mal ein bisschen was noch an Wissenschaftsdaten mitkriegen. Nämlich einmal noch unseren Mystery Goo. Und wir wollen da natürlich dann auch nochmal einen Crew Report und einen EVA Report abfeuern, aber als allererstes mal müssen wir den Orbit fertig kriegen. So als ersten Schritt, weil das ist jetzt ganz entscheidend für viele von den Dingen, die uns die Verträge noch anbieten. Also um in den Bereich, wir können Tourismus machen, zu kommen. Um in den Bereich zu kommen, wir können verschiedene Strategien noch anwenden, wie zum Beispiel das Mondprogramm. Müssen wir als allererstes mal den Orbit haben. Und das sieht doch mal gar nicht schlecht aus. Wir haben das erste Mal den Orbit erreicht. Wir haben unseren Auftrag erledigt und wir haben natürlich den anderen Auftrag sowieso schon beim Start erledigt. Das heißt, uns geht es jetzt kohletechnisch richtig gut. Wir gehen hart auf die erste halbe Million zu. Wir haben auch ein paar Science-Punkte dafür bekommen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall noch genug Sprit, dass wir irgendwie mal auch zurückkommen können. Also uns eine gute Landezeit aussuchen. Und das machen wir aber, würde ich sagen, am helllichten Tag. Wir haben ja ein bisschen Puffer. Ich mache jetzt nur den Zeitraffer mal zusammen mit dem Fenster hier an, damit ich einfach auch sehe, was da passiert. Weil ich möchte auf keinen Fall, dass wir komplett ohne Strom da hängen. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir uns möglichst bald ein paar Batterien oder sowas freischalten. Aber das sieht auch gut aus, dass wir noch auf die helle Seite zurückkommen, ohne den Strom zu verlieren. Und ich würde sagen, wir peilen jetzt einfach mal an, dass wir hier in der Wüste runtergehen. Und dafür heißt es Retrograde. Und guck mal, wer ein Level-Up gemacht hat. Das muss der Winter gewesen sein. Also ich habe eingestellt, dass Kerbals sofort Level-Uppen, weil... Ja, warum? Weil wir Kolonisierung betreiben. Und es wird eine ganze Weile dauern, bis wir dieses USI Academy-Modul haben. Und ich möchte natürlich die Kerbals von euch, die am Anfang schon losziehen, nicht dafür bestrafen, dass sie am Anfang losziehen und noch nicht so viel leveln können. Und deshalb könnt ihr leveln direkt, während ihr unterwegs seid. So müssten wir eigentlich ganz gut auf den Kontinent rauskommen. Also der wird durch die Drehung wahrscheinlich noch hierhin gehen. Und ich denke mal, dann bremst uns hier ab. Im Worst Case fallen wir irgendwo auf die Wiese. Besten Fall fallen wir in die Wüste irgendwo rein. Das sollte aber auf jeden Fall passen,
dass wir, egal was passiert, irgendwo rauskommen, wo wir unseren Kram noch benutzen können. So, das kann weg. Das braucht jetzt keiner mehr. Und wir können uns schon mal auf die Landung vorbereiten. Und dann schauen wir mal, dass wir das Baby hier nach Hause bringen und unseren ersten Orbit abklatschen können. So, 900 Meter reicht auch. Den machen wir schon mal scharf. Wir ziehen uns mal noch ein bisschen Strom rein, oder? Ja, das machen wir mal sicherheitshalber. Da ist noch ein bisschen Luft gewesen. So, das können wir, glaube ich, zumachen, dass hier nicht irgendwie schlimme Sachen passieren. Das hat sich auch erstmal soweit erledigt. Wenn wir an einer schönen Stelle runterkommen, können wir da auch nochmal die Daten nehmen. Und jetzt lassen wir ihn mal schön sauber in die Atmosphäre reingehen. Und ihr seht schon, optisch gibt das ein bisschen was her, die Kombination. Und die Theorie sagt, wir können das ohne SRS machen. Weil eigentlich sind wir ziemlich aerodynamisch und haben ein Gewicht unten an der Schnauze oder am Boden halt. Und das Gewicht will ja nach vorne, da wir wieder eintreten. Theoretisch soll es klappen. Schauen wir mal, ob die Praxis das auch so sieht. Und wenn nicht, müssen wir halt schnell eingreifen und das SRS wieder einschalten. Aber das sieht ganz gut aus, glaube ich. So, wir kommen schnell, heiß und brennend wieder zurück. Und, naja, das wird keine Wüste mehr. Das wird eine Landung irgendwo im... Na, wird das noch im Grün? Ah, das könnte auch knapp werden. Nicht, dass wir da ins Wasser reinfallen. Das wäre ein bisschen peinlich. So, aber ich glaube, wir schaffen es bis auf den Kontinent rüber. Ja, das sollte eigentlich hinhauen. So schnell werden wir dann auch nicht bremsen. Also, Hitzeschild funktioniert. Wir kommen über den Ozean geschossen. Und wir können ja mal gucken, wie das so von innen aussieht. So sieht das aus, wenn man von innen aus dem Fenster guckt. Jetzt liegen wir auch stabil. Sehr schön. Also wir werden langsamer. Unser Fallschirm ist scharf. Wir liegen auch sauber. Sauerstofftanks. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Den Knopf wollen wir noch nicht bedienen. Das wäre ein bisschen ungünstig, wenn wir jetzt die Tür aufmachen. Und da kann man die Wolkendecke sehen, über die wir gerade hinwegschießen. Und dabei langsam aber sicher bremsen. Und ich glaube, wir treffen da ganz gut auf jeden Fall diese Landzunge. Das sieht gut aus. Höhe sieht auch noch gut aus. Die Fuel Cell hat auch noch genug Saft. Und da seht ihr auch schon, also für so einen kleinen Flug müssen wir jetzt auch nicht Unmengen an Reservetanks für den Wasserstoff und den Sauerstoff mitnehmen. Das sieht also alles mal ganz entspannt aus für einen Anfang. Und wir können da mal ganz locker lässig erstmal mit der Fuel Cell arbeiten. Sobald wir ein paar Batterien haben, wird es dann nochmal ein bisschen entspannter. Und da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir das vor der Mondmission freigeschaltet bekommen. Vor der ersten. Denn der Flug dahin wird natürlich ein bisschen länger dauern und dementsprechend müssen wir da wirklich aufpassen, dass wir im Zeitraffer nicht irgendwie zu viel Batterieladung verlieren, weil das wäre echt bitter, wenn uns dann die Kontrolle an der Kapsel verloren geht. Weil wir haben zwar hier irgendwie 15 Tage Puffer für den Körbel, aber ich habe mal gehört, so ohne Strom steuert sich so eine Kapsel ganz schlecht. So, und jetzt lassen wir die Kapsel, wo wir gerade von ihr sprechen, einfach mal runterfallen. Und ich hoffe mal, dass wir geschwindigkeitstechnisch langsam genug runterkommen, dass uns dieser ganze Universal Storage Ring hier erhalten bleibt unter unserem Näschen. Und das sieht ziemlich nach Bergen aus, wo wir runterkommen, oder? Das ist nicht so gut. Da rutscht man immer so ungünstig. Ich hoffe... Ach, du heiliger Herr. Mitten ins Gebirgsmassiv. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwie an der Bergwand hängen bleiben, sondern in irgendein Tal reinfallen. So, Full Deploy bitte. Danke. Da unten kommen auch schon die ersten Bäumchen. Das sieht aber ganz gut aus, dass das in so ein Tal reingeht. Na gut, Berge hat man auch nicht so oft. Das wäre natürlich hier an so einer schönen Steilwand. Das wäre richtig bitter gewesen. Wäre wahrscheinlich runtergerutscht und explodiert. Aber hier sieht es ganz gut aus, dass es nicht allzu schlimm wird. So, schauen wir mal. Ja, das sieht ja relativ eben aus. Ich bin ja positiv angetan. Jo, war trotzdem ein bisschen schnell für irgendwas. Was ist Stopp. Was ist explodiert? War das die Fuel Cell? Ja, es war, glaube ich, die Fuel Cell, die es zerrissen hat. Ja gut, also kleine Wasserstoffexplosion. Aber das Wichtige ist nämlich noch da. Nämlich das Mystery Goo. Jetzt müssen wir mal gucken. Zack.
Observe Mystery Goo. Kerbin's Mountains, jawohl. Dann machen wir einen Crew Report. Nee, den machen wir noch nicht. Machen wir hier erstmal den hier. So. Eva Report. Speichern. Dann wollen wir diese Daten mitnehmen. Dann können wir die Dinger nämlich nochmal abfeuern. Und wir wollen diese Daten hier mitnehmen. Und wir wollen die Daten hier rausnehmen und wieder reinstecken. So, dann können wir nämlich nochmal einen Crew Report machen. Wir können nochmal das Thermometer benutzen. Schwupp. Und jetzt müssen wir mal ganz dringend das SS einschalten, weil wir sonst hier den Berg runterrollen. Völlig unkontrolliert. Das wäre nicht so gut. Lock Pressure Data. Zack. Und jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir die Kapsel quer bekommen, damit sie still liegen bleibt. So, und ich hoffe, das reicht. Jawohl, dass wir recovern können. So, bevor wir den ganzen Berg runterrollen, hole ich die Kapsel jetzt mal nach Hause. Und damit haben wir offiziell unseren ersten Orbit geflogen und das erste Mal einen Kerbal aus dem Orbit zurückgebracht. Und damit sind wir jetzt offiziell natürlich im Raumfahrtprogramm angekommen. Gab auch nochmal ordentlich Science-Punkte und schaltet uns dann auch jetzt das Mond- und das Minmus-Programm frei und Massive Scale Launches. Das ist ein Bonusprogramm für, wenn man besonders große Raketen startet, gibt es immer Kohlebonus dafür. Das ist aber für jetzt eben noch nicht so das Richtige. So, und ich würde sagen, dann haben wir doch diese Folge auch schön was geschafft. Wir gucken jetzt nochmal rein, was uns nächste Folge so ins Haus steht. Also, Explore the Man ist auch schon verfügbar, theoretisch. Das heißt, wir könnten schon was machen. Oder wir könnten natürlich sagen, wir starten den Weltraumtourismus. Das wäre nur im Orbit-Bereich. Ich würde sagen, wir gucken uns nächste Folge mal an, was es so zu holen gibt, auf der Ebene Teile freizuschalten. Und gucken dann mal, was wir in der nächsten Folge anfangen. Entweder gehen wir zum Mond oder wir starten den Weltraumtourismus. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss. We'll be right back.